Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Flug bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht es schon, heute das erste Mal im neuen Microsoft Flight Simulator. Wir sind unterwegs mit der Situation Longitude. Und zwar geht es heute auf unserem Flug in 80 Tagen um die Welt auf zum nächsten Ziel. Wir stehen hier in Japan auf dem Hanamaki Airport und heute geht es nach Nakashibetsu in Japan und nähere Infos erhaltet ihr wieder während des Fluges. Ja, wir haben das Flugzeug soweit vorbereitet und können jetzt gleich dann starten. Leider weiß ich, muss ich ehrlich sagen, nicht so richtig, wie ich hier einen Pushbacker machen kann. Aber ich schau mal kurz. Ah, doch, hier, Pushback. Bodendienste. Bam, 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 bam. Erstmal holen wir uns die Freigabe. Steigen Sie und halten Sie 13.000 Flugabflug. Okay, ich glaube, das lassen wir mal hier. Wir machen ein Taxi-Out-Verfahren. So, was glaube ich noch nicht läuft, sind die Triebwerke. Wo war denn der Startknopf? Den habe ich da vorne gerade gesehen. Ah, hier. So, Triebwerk fährt hoch. Da sieht man es. Ja, bin ich echt mal gespannt jetzt auf den Microsoft Flight Simulator und dem ersten Flug heute. Wir haben schon ein bisschen getestet vorab und wir haben auch schon ein bisschen Einstellungen gemacht. Und das ist jetzt der erste Test für mich auf einem Flug. So, Triebwerk Nummer 2 fährt hoch. Was auch sehr schön ist, dass man hier dieses Garmin sogar benutzen kann. So, die Departure ist die GTC4 Trans. Nee, falsch, das ist nämlich nicht richtig. Es ist die Sambo 1. Runway 02, Departure Options, Load. Und Arrival, Runway. Transition, Runway gibt es gar nicht. Okay. Auch nicht schlecht. Mal gucken, ob das funktioniert. Hanamaki.
Destination Time Info Frequencies. Tower, ILS. Okay, das funktioniert sogar. Sehr gut. Departure. Komischerweise lässt er mich keine Arrival Procedures für den Flughafen einführen. Na gut. Schauen wir mal. So, Triebwerk läuft. Wir starten das linke Triebwerk. Linkes Triebwerk läuft an. Oder auch nicht. Okay, das möchte nicht so wirklich. Das ist dieses Fenster hier, dieses Off-Club. So, jetzt läuft auch das linke Triebwerk. Komischerweise stand da Knopfschutz, nicht Triebwerksanlasser. So, Triebwerk fährt hoch. Wir stellen mal eine Höhe ein. Speed. VNAV ist an schon mal, das ist schon mal schön. Das funktioniert auch. Navigation auf FMS. Minimums sind das. So. V-Rotate 120. So, beide Triebwerke laufen und ich würde sagen, wir legen los. Wo ist denn mein Steuerhorn hin? Hatte ich überhaupt eins? Ach, das ist ja hier unten. Okay, Roger. Dann kann es losgehen auf zum... Okay, das hat funktioniert noch nicht anscheinend. Das sind die Landebahnlichter. Gut. Und los geht's. Jo, wir sind durch die Crompower Unit gefahren. Fall sehr interessant. Aber es sieht schon echt nice aus, muss ich mal sagen. Auch hier
bei diesem kleinen Flughafen wie Hanamaki ist. Geht es heute in den ersten Test über und ich freue mich jetzt auf den Flug. So, wir rollen erstmal hier, auch wenn wir hier alles absäbeln, was abzusäbeln ist. Na, die Steuerung ist aber jetzt auch nicht gerade so. Am Boden. Okay. Ja gut, da scheint es doch noch ein paar Probleme zu geben, aber wir sehen, es funktioniert. Im Gras verlangsamt er uns schon enorm. So, das wollte ich. Eine etwas erhöhte Position, weil man sieht ja sonst gar nichts. Und dann machen wir mal die Lichter an. Und dann ist wieder die Kameraposition weg. Das ist nicht so schön. So, wir sind auf der Start- und Landebahn. Und ich würde sagen, wir geben Schub und starten. Auf jeden Fall ein geiler Sound. So, Takeoff. Fahrwerk wird eingefahren.
Ja, ist schon geil, die Sonne geht auf hier in Japan. Wir fliegen Richtung Norden, steigen jetzt. Der Flusi. Macht das, was er machen soll. Und das ist schon ein ganz anderes Fluggefühl. Und ganz anderes Aussehen als bei X-Plane. Muss ich bisher sagen, ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr seid es auch. Klar, es gibt noch Einstellungsprobleme bei uns, aber nichtsdestotrotz. Wir sind auf einem guten Wege. Echt? Alles klar. Das gilt wie im Teamspeak, das ist ja, ich habe das so selten benutzt. So ein Tanz mit dem Ding hier. Ja. Ich habe noch kurz Raucherpause. Ja. Man gewöhnt sich drauf. Ja, moin erstmal. Ich bin, wie gesagt, Pivus oder Miko. Oder Nico? Nico. Spitzen. Ja, ist normal Milan, aber mein Spitzname ist Nico. Okay. Ich komme aus Serbien, deswegen dieser. Danke. Ja, ich habe dieses. Bin reingegangen in, wo du sagtest, da auf meinen ehemaligen Clan auf TKS gedrückt. Ja. Erscheint rechts so ein Pfeil mit so einem Häuschen daneben. Und ja, den meine ich nicht. Du musst direkt auf deinen Namen klicken. Auf den Clan-Namen. Der ist direkt unter Gefecht und dann steht der dann da bei dir THS irgendwas. Oder TKS. Ne, da steht dann irgendeine Farbe da, mein Weiß vielleicht. Ja, habe ich. Da musst du einmal draufklicken und dann kannst du den Clan verlassen. Ich hab's gefunden. Clan verlassen. Zack. Oh Gott, das haben sie aber echt versteckt. Das haben sie wirklich versteckt. Das ist eigentlich rechts der kleine Pfeil da. Wenn du da auch draufklickst, dann. 1, 2. So, wir sind auf dem Weg. Heftig. Ja, jetzt habe ich es geschafft. Ja, gut. Ist auch gar nicht mehr so weit. Wir haben jetzt unsere Departure verlassen. Ja, es geht ja heute nach Nakashibetsu. Ja, das ist ja kein Problem. Was? Erstmal nicht. Was stellst du dir denn vor unter einem neuen Clan? Ja, wie war es bei deinem jetzigen? Warum willst du gehen? Das ist jetzt erstmal so.
dass wir sind alle aus einer Stadt und im Moment sind so viele inaktiv, spielen kaum, wenn dann nur ja, 2-3 Runden und dann 3-4 Tage später. Und, ja, es ist einfach so nichts Aktives, weißt du, nicht mehr. Ja, okay, also was das angeht, kann ich dir jetzt schon sagen, sind wir sehr aktiv. Ja, cool. Das, also du wirst eigentlich jetzt, ich würde jetzt sagen, nicht rund um die Uhr, aber weil alles Arbeiter hier sind, ne? Wir gehen dann arbeiten. Ich auch. Aber abends rum findest du ja eigentlich irgendwie immer wen zu diesem. Das geht klar. Das geht klar. Na, jetzt wie gesagt. Jetzt zur Zeit sind ja auch CW. Das läuft eigentlich auch. Also wir kriegen eigentlich so im Schnitt jeden Abend mindestens eine Mannschaft. Ja, das setzt doch gut an. Soll ich schon? Klang gibt's jetzt seit knapp. Wir sind eigentlich relativ jung tatsächlich, aber seit einem Jahr gibt's uns schon. Also seit einem guten Jahr. Wir wachsen stetig, wir haben ja auch schon ein paar Member bei uns drin. Ich weiß nicht, ob du die unserem Clan. Nee, wir sind noch nicht ganz ein Jahr. Wir sind 327 Tage alt. Oh, ja, gut, okay. Und unsere Memberzahl von trägt jetzt gerade 39 und der letzte, der aktiv war, ist mit Abmeldung 27 Tage her. Und er hat sich gemeldet. Also wenn, melden wir uns alle hier ab, weil privates Leben geht nur. Sei es ja durch Krankheit oder Familie oder sowas, ne? Das ist hier kein Competitive Clan. Wenn man sowas sucht, dann ist man hier definitiv falsch. Aber wir sind hier alles. Ich sag's gerne, wir sind eine Arbeiterklasse, wir spielen dieses Spiel gerne abends mal zusammen zum Daddeln und zum CW fahren oder auch allgemein Trainings. Aber so competitive, dass wir jetzt unbedingt wollen, ganz oben zu stehen, da wir spielen hier eigentlich nur Spaß. Ja, das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. Ja, bei uns, wir sind, wie gesagt, eigentlich nur, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler bei uns drin waren. Aber aktiv sind eigentlich nur ich und noch zwei andere. Und da kannst du dann auch nicht viel reißen, ne? Der eine, General Leonidas, das ist so der Beste im Clan, der hat auch jedes Schiff und so, und dann kannst du nicht, der fährt auf einer ganz anderen Stufe und ja, wie gesagt, man kommt nicht vorwärts. Hm. Ja, nö, das ist kein Problem. Also ich habe ja gesehen, du hast die 8 Schiffe schon. Ja. Und die 10 kommen, da kommt man irgendwann hin und wenn man zusammenfährt, kommt man da sowieso schnell rein. Ich bin dabei, also Carolina, bin ich auf dem Weg zum Neuner und Amagi, jetzt die Gneisenau freigeschaltet und ja, wie gesagt, bin ja dabei. Also bist du eher so der Schlachtschiffe. Ja, auf jeden Fall. Schlachtschiffe. Ja, unser heutiges Ziel ist Nakashibetsu auf der Insel Hokkaido in Japan in der Präfektur Nemuro. Ja, die Insel Hokkaido ist ja die nördliche große Insel hier in Japan, entspricht im japanischen Landesvermessungs Hokkai, Nordmeerpräfektur auch genannt, und ist flächengrößte Präfektur Japans. Wir leben auf einer Fläche von 78.421 Quadratkilometern, 5,3 Millionen Menschen.
Das hat eine Einwohnerbevölkerungsdichte von 67. Größte Stadt ist Sapporo, welche auch Verwaltungssitz und Hauptstadt der Hokkaido-Insel ist. Ja, für uns geht's nach Nakabetsu, eine kleine Stadt. 23.000 Einwohner bei einer Fläche von 684 Quadratkilometern. Ja, unser heutiger Flughafen, der Nakashibetsu Airport, ist ein kleiner Regionalflughafen mit einer starken Landebahn. Das ist die 0826 mit 2000 Metern Länge, 45 Metern Breite. Ein Klasse 3 Flughafen im japanischen Gesetz. Liegt ungefähr 4 Kilometer nordwestlich vom Stadtzentrum Nakabetsu und bietet hauptsächlich Inlandsverbindungen an. Ja, ladies and gentlemen, welcome back. Today on the first flight of the new Microsoft Flight Simulator 2020. Welcome on board. We are flying the situation longitude of our next tour around the world in 80 days from our airport Hanamaki to Nakashibetsu in Japan. Nakashibetsu is situated on the island of Hokkaido. So now we are here the military airport of Misawa on the street to the north. We are flying today to the Nakabetsu airport. The airport is situated 2 nautical miles from Nakabetsu of Hokkaido. And the airport serves Nakabetsu and the nearby city of Nemuro. The airport has one runway with 2,000 meters length or 6,562 feet. We have got here per year 200,000 passengers, 535 metric tons of cargo and 3,200 aircraft movements per year. Welcome on board. So now we are overflying the sea to the north. Bin in der Nähe von Cuxhaven und dann Tourismus ist immer High Life. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Schöne Stadt. Ja, das ist eine schöne Stadt. Ja. War schon ein oder zweimal. Ja, Sommer ist Hammer. Nur jetzt, ne, durch diese Corona-Geschichte sind keine Partys, nichts los, ne? Ja, das ist überall so. Ja. Ja. Aber sonst. Guck dir mal St. Pauli an, wie es jetzt aussieht. Das ist schon echt eine finstere Gegend geworden, was du jetzt so nennst. Ich bin früher viel, also kann es mich fast so als halb, also staatsbürgerlich bin ich sehr, aber Deutschland geboren und früher viel in Hamburg gewesen, viel. Ja. Auch auf der alten Reeperbahn. Ja, genau. Ja. Wo ist noch das? Tunnel kennst du ja bestimmt, ne? Ja. Und das gegenüber war doch das Maxim. Das Maxim, genau, das Maxim, ja. Genau. Und diese Zeiten, wo ja. Jetzt ist ja nur noch alles Glamour, die Tankstelle da, die Esso ist weg, Punks sind kaum noch da. Früher weiß ich noch, sind sie mit Eiern durch die Gegend gelaufen und dann aßen Euro und so und dann die ganzen Bonzen so Nee und so und dann Klackei auf dem Kopf und so. Aber die Zeit sind, glaube ich, vorbei auf Reeperbahn. Das ist alles nur noch Glamour und Kohle. Ja, Reeperbahn war mal anders, ja. Ja. Ja, das ist bei uns, die so auf die 40 gehen, wenn du die ganzen 90er mitgenommen hast, so das Millennium, Love Parade und sowas, was die Mädels. Jüngeren nicht mehr leben. Ja, die ganzen Mädels und alles, ja, ja, klar. Naja, Dortmund, Westfalenhalle, boah. Ja. Das waren zwei, Juicy Beat.
So, ja, das war heftige Zeiten. Aber gut, so richtig gut. War auf jeden Fall richtig schön bezahlt. Ich will keinen Gedanken müssen, wenn ich ehrlich bin, obwohl da auch viel Scheiße gelaufen ist, aber ich habe trotzdem keinen Gedanken. Ja, mit der letzten Love Parade, da haben sie sich ja richtig, das war eine richtig Katastrophe. Ich war zum Glück nicht da, aber was da abgegangen ist, weißt du, wo sie da diesen Tunnel da, das ist sowas Dummes. Naja. Nee, gut. Also, ich würde jetzt gern weiter noch CW fahren. Alles klar. Ich will dich jetzt nicht abwimmeln. Nee, alles gut. Du kannst auch gerne hier bleiben, komm rein, wenn du magst. Alles klar. Zum Kennenlernen und. Ja, machen wir so. Schauen wir am Samstag. Alles klar. Wenn du Lust hast und die Bewerbung steht und es passt, dann kriegen wir das auch hin. Ja, cool, danke. Ja, finde ich auch gut. Okay, ich werde jetzt noch mal ein paar Runden drehen und dann werde ich mich mal langsam auf die Couch begeben und morgen wieder arbeiten. Und dann komme ich morgen Abend wieder rein. Kannst du gerne machen. Zu euch. Sehr gerne. Ja, cool. Dann bedanke ich mich erstmal für die Hilfe und alles und so. Und ja, kein Problem. Kein Problem, sehr gerne. Nein, you're welcome. Okay. Dann viel Erfolg dem CW, ne? Jo, danke dir. Ciao. Alles klar, bis dann. Tschüss. So, 207 nautische Meilen sind es noch zu fliegen. Alles läuft rund. Keine Probleme mit dem Flieger. Also ich muss echt sagen, echt geil. Auch so ist ja Real Wetter eingestellt. Aber ich muss schon sagen, echt geil. So, es geht jetzt nach Apoy. Weiter nach. Also, wir sind hier, wie ihr sehen könnt, gut unterwegs. Hier drüben ist Sapporo. Wir befinden uns jetzt auf dieser Route hier. In den Norden. Und wie gesagt, los fahren 060. Start.
So, wir nähern uns mit großen Schritten Hokkaido. Ja, some information for you. The island in the north is the island of Hokkaido. It's the second largest island of Japan and the largest and modernmost prefecture. The Tsugaru Strait separates Hokkaido from Honshu. In a moment, we are on the Shugakuru Street, here in the Japanese Sea, connecting the Sea of Japan and the Pacific Ocean. Yeah, it gives here some tunnel. This is the Saikan Tunnel. It passes under it, but at its northwest point, 12.1 miles between Tapi Misaki and the Tsugaru Peninsula and Amuri Prefecture in Honshu. Ja, es gibt hier ein Tunnel, den Saikan-Tunnel, der die Region, also die Hauptinsel Honshu und Hokkaido verbindet. Der Tunnel passiert die Meerenge an der mit 19,5 Kilometer schmalsten Stelle zwischen Tapi Misaki und der Tsugaru-Halbinsel in der Präfektur Omari. Und ist als Eisenbahntunnel konzipiert. Ja, der Saikan-Tunnel ist 53,850 Kilometer lang. Das ist schon enorm. Also der unter dem Meer liegende Teil ist 23,3 Kilometer lang. Die Bezeichnung Saikan ist nicht von der geografischen Objekt abgeleitet, sondern von der sino-japanischen Lesung des jeweils ersten Kanji-Schriftzeichens. Also den nächstgelegenen Großstädten auf Honshu und Hokkaido. Ja, derzeit ist der Saikan-Tunnel der viertlängste Eisenbahntunnel der Erde. Nach dem Euro-Tunnel zwischen Frankreich und Großbritannien besitzt er den zweitlängsten unterirdischen Tunnelabschnitt. Eröffnet wurde er am 13. März 1988. So on the left side you see Hokkaido, and we are near our next waypoint, Apoi. In a moment we have got 157 nautical miles to Apoi.
Ja, derzeit funktioniert alles. Wir haben es 20.24 Uhr UTC Time.
So, willkommen auf Hokkaido. Das sieht doch schon nice aus. So, wir werden es nämlich ab heute so machen, wir werden die Around the World Tour von hier aus zu Ende fliegen, bis nach England. Am Svenny. Und geht's los. Nee, der Sven ist ja auch noch hier im Raum. Ich dachte, der ist irgendwas. Sven? Ja, aber der andere Sven heißt auch Sven. Svenny Mausi, Hasi Pups.
So, wir haben unseren letzten Wegpunkt erreicht und jetzt geht's noch 81 nautische Meilen bis zum Flughafen. So, wir haben unseren Anflug geplant über Maschuhagen und dazu geht's hinein. Thank you.
Ja, Airport von Kushiro direkt vor uns.
So, wir befinden uns im Endanflug. Braucht man ja fast eine Sonnenbrille hier im Bildschirm. So, Flughafen voraus. Und das wird die erste Landung im Microsoft Flugsimulator im neuen heute mit euch. Ja, Airport is in front of us and that's the first landing with all you of you in a new simulator. I hope you enjoyed and I hope it's a safely landing. So, get on. So, gears down. Flaps hoch. So, Karte brauchen wir nicht mehr. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten müssen wir. Fünf nautische Meilen. So, manual flight. Five hundred is checked.
sehr tief. Ein bisschen sehr tief. Aber das kriegt man hin. So, da ist die Runway. Gears down, flaps full. Herzlich willkommen in Buch Nakabetsu. So, wir rollen aus. Können den Taxiway gleich hier verlassen. Oder auch nicht, weil die Steuerung noch nicht so richtig eingestellt ist, anscheinend. Ja, okay. Etwas ungewöhnlich, aber wir versuchen es. Wir schauen mal im Grünen nach, ob wir den Hoppelhasen finden. Ob er Ostereier da gelassen hat. Auf jeden Fall, das Gras sieht schon mal geil aus. So, ladies and gentlemen, now welcome to Nakabetsu. So, we have looked to the grass. Ob we find a rabbit or the Easter rabbit and some Easter eggs. But I don't see anything. So now let's go back to the runway and then to the parking position. Welcome to the airport. It was a nice flight and an also nice landing here. So, lights off. APU on. Ja, war doch ein schöner Flug hier, der erste Flug. Und da rollen wir zum Gate.
So, ich würde sagen, wir belassen es dabei und wir sind angekommen, das ist die Hauptsache. Und können auch die Rückwerke stoppen. Herzlich willkommen in Nakabetsu. Ja, sieht doch schön aus hier. Das war der erste Flug im neuen Microsoft Flight Simulator. Ich weiß gar nicht, ob man hier eine Wiederholung machen kann. Müsste man mal schauen. Aber ich glaube fast nicht. Also jedenfalls nicht, dass ich gerade momentan wüsste. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch schon mal fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen schönen Abend und sage vielen Dank und auf Wiedersehen. Bis demnächst.